Ansonsten kommt sie wirklich ab. Kommt raus. Wir waren ja zwei zu sehen, aber mehr auch nicht. Irgendwie komisch, oder? Ah, ihr seid's eigentlich nicht, aber na gut, von mir aus. Hä? Search for Relics? Ihr seid unter Silber platziert? Zu minimieren, Kampf beenden. Hä? Was? Mach doch nicht so verwirrenden Scheiß mit mir da. Hey, nicht runterfallen. Jo, danke Freunde, danke. Und diese Leute können den Silber beziehen, ja, von mir oder so. Hä? Ich verstehe es nicht. Aufgrund eurer Leistung, welche Leistung? Ich habe keine Ahnung. Ah, das sind Saboteure. Da hätte ich auch gern einen von. Oder Saboteurs. Ich habe keine Ahnung. So. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Ereignis war da gerade. Also wahrscheinlich hat das was mit diesem Ork-Ereignis zu tun, das ich abschließen soll. Aber da wusste ich jetzt gerade nicht, wo ich hin muss. Alles sehr komisch. Ich bin weg. Boah, fast 500 geflittert. Meine Fresse. Der macht wirklich viel Schaden, der Schlag. Okay, fertig. So, gehen wir mal kurz wieder zurück. Und geben das eben mal einmal ab hier. Wahrscheinlich habe ich das Dingens da unbewusst gemacht. Ich sollte vielleicht wieder lesen. Als F muss man. Ja gut, aber beim Abgeben jetzt wahrscheinlich eher nicht so. Dann blicke ich wieder auch mehr. Auch wieder mehr so rum. Hast du noch eine Quest? Nee. Da. Alles klar. So, jagt den. Wunderbar, ich werde euch natürlich auch. Okay. Mhm, er veranstaltet Wettbewerbe und so. So, bei dir habe ich das davor mit diesen Ork-Zeugs angenommen, ne? Vielleicht können wir nochmal kurz ins Questlog gucken. Wie kann man das dann eigentlich nochmal? Ich bin, glaube ich, hier oben irgendwo. Moment. Bündnisse, Berufe. Questbuch. Ja, Mist. Oh, oder? Nein. Wie? Auch nicht. Was? Bündnisse? Gilde? I. Alles klar. Orks zurücktreiben. Die Orks sind dann. Nussen Orks gefallen, weil Waffen gerufen und schließt euch den Angriff dann und wenn schlacht nicht mehr und dann geht zurück zu mir und dann okay. Hier, nein, Moment. Questfahrt anzeigen, bitte. Das würde ich jetzt nämlich gerne machen. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, noch einen kleinen Moment. Sollte reichen. Was wir auch nochmal ganz schnell machen können, ist mal eben schauen. Für Stufe 12. Identifizieren. Nee. Ja. Ausrüsten. Wir können mal ganz kurz nebenbei noch kurz gucken, was wir hier haben. 31 Kraft und so. Ich glaube, wir hatten die gleichen, oder? Ne, hatten wir nicht, aber ich finde den eigentlich besser, weil da ist ein bisschen mehr drauf.
Identifizieren. Kritische Treffer, Verteidigung, aber Kraft geht mir verloren. Ah, wir kriegen, glaube ich, schon genug, oder? Was haben wir denn? 22%? Das ist, glaube ich, schon eine ganze Menge. Kritschwere 75%. Boah, das ist okay. Brauchen wir jetzt gerade nicht noch so viel mehr. Boah, diese Laser, Alter. Das ist ja echt nicht wahr. Hier kriegen wir so noch Kraft dazu. Das finde ich ganz cool. Und auch Crit. Wie eben schon gesagt, Crit brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel mehr. Aber wenigstens noch ein bisschen Kraft. Finde ich auch ganz cool. Okay, da müssen wir rein, um den Ork-Angriff abzuwehren. Ich lasse euch einfach mal in Frieden. Einmal in den Abwasserkanal. Oh, schon wieder. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Immer in die Abwasserkanäle. Und wer weiß, was diesmal hier auf uns lauert. Falle entschärfen. Falle entschärft. Gut. Bams. Weil Fallen sind ja uncool, habe ich mal gelernt. Ein Verstrecker! Hui. Und dann. Die Leute merken gar nicht, dass ich gerade hier ihren Kumpel gekillt habe. Ist das? Aha, Wissen. Ein bisschen Kohle. Und das da? Auch Kohle. Hallo, Freunde! Haben die da gerade irgendwas getrunken? Das sah so aus. Ach, das sind wieder die Nasher. Verstehe. Die verfolgen uns hier also ein ganzes Stückchen. Alles klar? Alles klar. Wollen wir so eine Falle aktivieren? Ah, da. Ach lol, kommt dann einfach so ein Pfosten raus. Lustig. Einmal sterben, Leute. Yay. So. Jetzt können wir uns wieder unsichtbar machen. So ein AE-Schlag wäre mal geil irgendwie, wo man einfach alles killt. Aber der kommt bestimmt auch noch. Erstmal fraggen wir noch eine Weile rum. Fällt das schon wieder vom Himmel? Machen die das immer? Wusstest du doch, hier steht irgendwo noch einer. Ja, das war's. Jetzt kommen wir aber gut durchmetzeln, finde ich. Klappt soweit ganz gut. Und zack. Hui, weg mit dir. Yay. Was ist? Ach, noch eine Falle. Okay, ich finde das immer noch ein bisschen seltsam, dass das so halb übersetzt ist alles. Aber, naja, ist eben noch recht neu. Da steht eine Flasche. Yay. Was ist das? Achso, ein bisschen. Single Malt. Aha, bis zur Perfektion gelagert. Nom, 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 nom. So, eben einmal unsichtbar machen und, oh, mit den Fähigkeiten haben wir auf jeden Fall einen fetten Schaden raus, keine Frage. Mist. Sackgasse. Hallo. Hallo. Ist das noch auf Cooldown? Moment, das reicht doch. Yeah. Ja, das war der Hexe, der gerade irgendwas machen wollte. Autsch, scheiße. Ich hab's noch gesehen, aber bin zu mehr nicht gekommen. So. This one, und die nehmen wir auch noch mit.
Bams. Hey, eine Schatztruhe. Geil. Vielleicht haben wir ja was Schönes drin. Naja, ehrlich. Aber egal, nehmen wir trotzdem mit. Wir können die Kohle ja auch gebrauchen. Gar nicht mehr ganz so lange hin und dann haben wir auch mal ein Gold zusammen. Gold. Oh shit, hab ich meinen Megaschlag verkackt. So. Irgendwas, das sieht ein bisschen scheiße aus, oder? Hui, hallo. Sind Schurken ein bisschen OP? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie scheint mir das alles ganz cool. Ich meine, zieht jetzt mal den Damage rein, der ist schon fast tot. Oh, ich auch übrigens. So, den haben wir. Und ein Plünderergewand ist auch dabei. Check. Plündergewand. Plus eins. Plus eins. Hm. Aha. Nix für uns. Schön. Das freut in der immer besonders, wenn man das dann nicht tragen kann, was man so findet. So. Aber ein Dolch der Schnelligkeit haben wir und ich glaube, das ist besser als der andere. Also zumindest der in unserer Offhand. Huch. Entschuldigung, da wollte ich nicht rein. Mal kurz schauen, wie heißt das? Schnelligkeit, glaube ich, ne? Was? 38 Kraft. Ne, 58 Kraft sogar. Das ist der hier, ne? Schon geil. Den nehmen wir mal. Als Secondhand sozusagen. Huch. So. Das Einzige, was mich im Moment so ein kleines bisschen stört, ist, dass unser Charakter nach Level 15 immer noch relativ ähnlich aussieht wie mit Level 1. Das finde ich ein bisschen blöd. Also irgendwie wäre es mal cool, mal ein bisschen einen anderen Stil auch zu finden von den Klamotten. Ja, ich finde es immer so schön, wenn sich der Charakter halt im Laufe des Spiels so richtig schön verändert und irgendwann dann richtig doll ausschaut. Ah. Naja, ihr könnt euch schon vorstellen, worauf ich eigentlich hinaus will. Was? Could you help me, please? Ja. I have to make an important delivery, but I was wounded by an orc archer. This chest contains vital components requested by one of my employer's biggest customers. Would you deliver the chest to Matari Printall? Jetzt redet er lustigerweise mal, ne? Irgendwie seltsam. In Protector's Enclave. She runs the profession supply business there. I'm sure she will make it worth your while. Okay. Komische Rüstung. Sieht irgendwie nicht so cool aus. Trindax! Yay! Du bist bestimmt Schurke. So ist es. War ein Schurke. Ein Schuh-Schuh. Achso, ich wollte die Quest dann noch eben abgeben. Aber wollten wir nicht eigentlich das andere Ding machen und nicht in die Kanalisation? Aufsehen erregen. Töten Sie 5 orkische Aufseher beim Krämerplatz. Okay. Holen Sie 10 Vorratskisten. Okay. Aber ich wollte doch diesen Ork-Überfall abschließen. Was soll denn das? Achso, das ist J. J für Quests, nicht I. Ah, das ist aber auch noch für Stufe 15. Ich glaube, wir lassen es erstmal und machen das andere dann später mal, sobald wir halt so ein bisschen in die Richtung gehen vom Levelbereich her. Aber wenn er doch 15 ist, dann könnte er ja doch schon eine Ecke werden. Wie spät haben wir es eigentlich? Naja, alles im Lot. So, lauf, 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 lauf. Muss ich das jetzt zu Enclave zurückbringen? Geht zu Protectors Enclave? Ja, das sieht so aus. Aber eigentlich würde ich ganz gerne... Naja, ich bringe das eben mal noch zurück und dann mache ich da Schluss. So machen wir es. Weil jetzt habe ich wieder ein paar Folgen aufgenommen und muss jetzt erstmal wieder daran
arbeiten, wie das nochmal war mit Facecam zusammenschneiden. Muss ich wieder üben. Aber das ist auch ein Grund, warum ich das wieder mache hier mit der Facecam, weil ich schneiden üben möchte. Habe ich nämlich voll Bock drauf. Ein bisschen mehr Talente in Video bearbeiten, ist schon cool. Hüpf, hüpf. Wir können ja einfach auch mal hier den machen, dann laufen wir ein bisschen schneller, habe ich ja gelernt. Und wir können zwar auch zu Freunden teleportieren. Oder zu freundlichen Leuten. Kann ich bei dir reisen? Ja. Huch. Will doch weg. Ah, okay. Hier geht's. Aber das Turmviertel gefällt mir auch ganz gut. Muss ich sagen. Und wir haben hier auch heute wieder eine Menge geschafft. Also Stufe 12 haben wir erreicht. Wir haben endlich unsere Unsichtbarkeit. Was ich auch sehr cool finde. Bin ich da oben jemanden? Was? Ziel erforderlich? Moment, das will ich nochmal eben ausprobieren. Ah, das gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Wohin müssen wir denn eigentlich? Jetzt porte ich mich hier gerade wild hin und her. Wohin denn? Da unten hin. Aha. Okay, also los geht's. Habe ich mich ganz falsch hingeportet. Ach Mist. Ach, da unten. Irgendwo. Moment. Hä? Du bist es nicht. Nee. Du bist es nicht. Ach, hier kann man reingehen. Ja, hier war ich doch auch schon. Ich finde das irgendwie cool mit dem Hin- und Her-Geporte. So, wo ist er denn jetzt hier? Wer bist du? Du da? Oh Gott, wie sieht die denn aus? Das ist ja gruselig. So, einmal abschließen. Was verkauft ihr denn Feines? Boah, nichts Schönes. Also nichts, was wir jetzt gebrauchen können. Na gut. Was? Berufe? Was? Oh nö, nicht noch komplexer. Verfügbare Berufsplätze. Ein. Ersten Söldner anhören. Was? Okay, weiter. Ergebnis Söldner. Diese Ressource für allgemeine Berufsaufgaben eingesetzt als Belohnung bei Aufgaben erhältlich. Erfahrung anführen, plus 20. Aufgabe beginnen. Okay. Kettenschmieden. Lederarbeit. Lederarbeit ist doch gut. Scheiße, habe ich jetzt den falschen Beruf dadurch genommen? Oder wie? Kann ich den noch nehmen? Hallo, ich will den lieber. Das ist ja irgendwie... Moment. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Kirschner. Was kann man denn hier machen? Und was kommt dabei raus? Einfaches Leder. Achso, okay. Einfaches Leder. Ein Lederhemd könnte ich mir sogar machen. Und Lederschuhe. Ich mache mir mal hier einfach mal so ein Lederhemd, oder? Dauert 20 Minuten. Aufgabe beginnen.
Man braucht 20 Minuten, um ein Hemd zu machen. Was ist denn das für ein Berufssystem, bitte? Naja, egal. Gut, darum kümmern wir uns dann auch später mal. Ich sag jetzt an dieser Stelle erstmal einen wunderschönen Tag. Ihr seht's bei mir im Hintergrund, die Sonne scheint. Und es ist ziemlich hell und warm draußen und ich glaube, ich verziehe mich jetzt auch noch einmal draußen und schwinge mich hier auf mein, seht ihr das eigentlich? Moment. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mein sehr mühliges Zimmer gerade nicht filme. Aber seht ihr dieses schöne Rennrad hier? Da schwinge ich mich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen drauf und fahre einfach ein bisschen durch die Gegend. Rausfahren. Das wird schön. Ich glaube, das mache ich. Wird eine gute Sache. Ein bisschen bewegen tut gut, ne? Nicht nur zocken, sondern auch mal ein bisschen Fahrrad fahren. Ja, dementsprechend, ich schwinge mich aufs Rad und ihr schwingt euch mal ins Bett. Wahrscheinlich guckt ihr das abends oder so. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, bis dahin, macht's gut, Leute. Euer Juvi. Tschüss.